So. So. Habe ich schon so gesagt? Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Und ich darf euch mal wieder begrüßen zu einer neuen Folge Insta-News. Insta-News. Liebe Freunde, was soll ich groß sagen? Ja, ich war gestern Nacht etwas länger unterwegs, bin dementsprechend auch noch etwas, ja, wie soll man sagen, auf gut Deutsch angesiffelt. Ich bin echt, sieht man auch an meinen Augen, ich glaube, man sieht es an meinem kompletten Zustand. Ich bin einfach tot heute, ja. Trotzdem drehen wir dieses Video. Bitte entschuldigt mich, falls ich während dem Video einschlafen sollte oder ähnliches. Aber heute steht eigentlich relativ Spannendes auf dem Programm, liebe Freunde. Ihr habt es vielleicht ja schon im Titel gelesen. Diesen Clickbait nutze ich natürlich auch aus. Nee, aber das ist, also ist kein Clickbait, ist nichts Gelogenes, sondern das passiert. Wir werden wirklich darüber reden. Meine Ex-Freundin ist schwanger. Ja, das kommt auf jeden Fall gleich. Vorher geht's um Daniel Perser und Lena und was weiß ich, der hat sich in einem Livestream oder irgendwo hat er sich mit so einer anderen TikTokerin gestritten und das gucken wir uns jetzt mal an, was der da dazu zu sagen hat, liebe Freunde. Sind wir super gespannt und dann gehen wir auch weiter rein ins Thema. Ich würde sagen, nehmt euch zurück, macht's euch gemütlich, holt euch leckere Snacks, holt euch was Leckeres zu trinken. Für mich gibt's heute Wasser, liebe Freunde. Ja, durstig. Gut, wir gehen rein. Insta-News. Meine Mutter fünfmal hintereinander beleidigt hat. Warte, was? Das kann Lena bezeugen, das kann Barello bezeugen, das kann jeder andere auch bezeugen. Wer hat Mutter? Was warum? Wer geht auf Mutter? Warum Mutter? Wenn seine Freundin so auf mich geiert. Mein Gott, ich verspreche euch, dieser Nemo wird morgen sehen. Nur für dieses Mutterbeleidigen. Mir egal, wenn er mich beleidigt. Mir egal. Oha, einer ist auf Mutter gegangen. Ey, halt eure Söhne zurück, sonst werden eure Mütter beleidigt. Dann haben wir alle nichts davon. Dings, Plus und Plus gleich Minus. Minus und Minus gleich Plus. Einfach lassen. Na, alles von mir beleidigt oder meine ganze Familie beleidigt. Aber wenn er meine Mutter beleidigt, werden wir sehen, wie weit das bringt, Mutter beleidigen. Ich bin niemand Heftiges, ich bin kein krasser Macher und so. Aber jeder weiß, ich lasse sowas nicht zu. Und jeder weiß, ich werde schon für das Richtige sorgen. Das waren die ersten Statements, liebe Freunde. Und genauso geht es auch weiter. Nach 19 und 16. Zeig mich bitte an. Wenn du mich anzeigst, bist du auch eine HU. Wofür willst du mich anzeigen? Ey, Elias ist hier drin. Ey, komm wieder bei mir rein. Okay, ich komme. Ja. Ich schicke Anfrage. Sie sagt einfach Anzeige, lo? Weswegen? Zeig uns mal an. Fällt eh unter Kinderrecht. Ja, bei Gott. Also, Elias, wieso sagst du, sie war früher ein Fragezeichen? Wenn das Ex-Freundin, du weißt schon, das ist ein bisschen. Oder? Hey, wie meinst du? Ich konnte nicht einschätzen. Also, so, es war einfach zu wenig Kennenlernzeit, dass ich so ein Bild von ihr haben konnte. Die war für mich einfach. Ich konnte sie nicht einschätzen. So, das ist die Antwort. Habe ich gesagt, einschätzen. Ich hätte. Ey. Warte, ich konnte sie nicht einschätzen. Guck mal, jetzt mal eine Frage, ne? Wofür. Jemand, Leute sagen, ich habe ihr gedroht. Ich sage hiermit, ich habe ihr nicht gedroht, aber wenn ihr es als Drohnen sieht, ich habe ihr gedroht. Was wird? Wir sind noch nicht fertig. Ich glaube, jetzt wird es erst spannend. Einer zu viel. Ja. Das war wirklich einer zu viel. Sie beide, oder er? Beide haben meine Mutter beleidigt. Ja, beide, Junge. Ich schwöre, weiß, sie sollen zu ihren Worten stehen und einfach sich dafür entschuldigen, weil die wissen selber, die sitzen gerade hinter diesem Handy, sehen auch, dass alle Menschen so dagegen sind. Die sehen einfach, ja, ey, das war einer zu viel, ich habe mich zu entschuldigen. Wirklich, wenn die wirklich noch ein bisschen so Kopf haben, dann haben die sich für dieses Tat so mäßig zu entschuldigen. Mehr nicht. Punkt aus Ende. Guck, Leute, ich habe euch gesagt, entschuldigt mich bitte, wenn ich einschlafe. Aber ich bin schon fast eingeschlafen. Ich glaube, das nächste Thema wird auf jeden Fall. Also, hier ist ein bisschen durcheinander jetzt, ne? So ein bisschen diese Durcheinander. Aber, auf jeden Fall wurde hier von irgendjemand echt die Mutter beleidigt, ne? Müssen wir uns echt einmal fest, also einmal anschnallen. Hui. Seit wann bist du mein Verwandter? Alle machen Rambazamba. Auseinander. Au! Ja, super. Kennt ihr das von TikTok, diese Trendment? Nee? Nein? Ich bin echt immer noch dicht, ey. So, ob du die Entschuldigung annimmst oder nicht, ist deine Sache, aber ich finde, die haben sich zu entschuldigen. Weil ich würde sowas niemals sagen. Niemals in meinem Leben würde sowas aus meinem Mund kommen. Aber würde ich sowas sagen, ich schwöre, ich würde mich danach direkt entschuldigen, weil ich glaube, ich hätte so aus Emotionen gehandelt und deswegen wäre sowas aus mir rausgekommen. Daniel, hast du wirklich zu ihr gesagt, Elias ist schöner als der jetzige? Hast du wirklich gesagt?
Elias, was sagst du dazu, ja, Junge, ja? Aber wie kann man, warum sagst du sowas, ja? Immer wieder aussieht, Junge. Wie? Ja, jetzt wurden noch so ein bisschen Dings. Wie sagt man denn? Ihr wisst schon. Bisschen geschleimt, ne? So, und jetzt kommt das Statement von der, um die es geht. Von der Person, um die es hier die ganze Zeit geredet wird. Leute, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass ich gestern live war und ich habe 3 Minuten vielleicht über Lena und Daniel geredet, weil nach meiner Meinung gefragt wurde. Daniel hat sich angegriffen gefühlt, wahrscheinlich weil seine Freundschaft plus Beziehung ihm sehr wichtig ist. Oh, oh, hier wird scharf geschossen. Daniel und Lena haben ja gesagt so, die sind in der Kennenlernphase, dies, das. Da habe ich ja bei meiner Reaction auch schon gesagt, ah, Kennenlernphase, ne? Diese andere Kennenlernphase, ne, wahrscheinlich. Und jetzt sagt sie, weil ihm seine Freundschaft plus Beziehung so wichtig ist. Krass, das war, also, der sitzt auf jeden Fall. Ich sag dir ehrlich, der sitzt. Ich spür den. Der hat ein bisschen gestochen. Boah, krass, ich habe hier echt noch den Stempel vom Feiern gestern. Ich sollte echt mal duschen gehen, ne, das ist krank. Jetzt sagen wir etwas dazu. Also erstens, ich habe noch nie irgendeinen jungen Schatz genannt. Nenn ich dich Schatz? Gar keinen Fall. Ich nenne ihn nicht mal Schatz. So, erstens das. Zweitens, ich führe kein Freundschaft plus, so wie du. Ich führe eine Beziehung und ich kenne ihn nicht von TikTok. Ja, und was ist jetzt irrelevant und was ist relevant? Ja, ne, du redest hier über eine Freundschaft und eine Beziehung. So, weißt du, was ich meine? Und dann redest du noch über ihre Vergangenheit. Achte mal zuerst, was. Wie heißt sie nochmal? Lena. Was Lena für eine Vergangenheit hatte. Dann kannst du uns wieder vergleichen. Hm. Krass. Sprechen ist halt Bubble. So, komm, machen wir das Thema beiseite und kommen wir zu den interessanten Sachen. Insta News. Auch zu den Sachen, warum ihr auf dieses Video geklickt habt. Ja, meine Ex-Freundin ist schwanger. Ist so. Es ist kein Spaß und das Ganze hat sie so angekündigt. Jetzt mal was Ernsteres in meiner Story. Muss euch etwas erzählen. Hab echt lange überlegt, wie und wann ich das mache. Bin aber heute wach geworden und habe mir gedacht, wieso nicht heute? Ändern kann man eh nichts. Und entweder man freut sich mit dir oder nicht. Bin mega nervös. So, here we go. So, also, ich muss euch was Krasses ankündigen. Heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte so, oh, krass, okay. Dann hat sie diesen Post in ihre Story gepackt, auf dem sie tatsächlich, wie soll man sagen? Ja, die etwas größeren Bauch hat als ursprünglicherweise. Dann steht da drunter, I did the Kylie Jenner on you guys. Weil Kylie Jenner schwanger ist, ne, dies, das. Und dann hat sie noch so ein Wischbild nach rechts und auf dem Wischbild ist ein Ultraschallbild. Das Ding ist jetzt, also es gibt zwei Sachen, die wir ganz dringend einmal festhalten müssen. Nee, eine Sache müssen wir festhalten. So. Ich habe mich mit ihr getrennt, das ist schon auf jeden Fall über 1,5 Jahre her. Dementsprechend, ich bin fein raus, liebe Freunde. Die Luft kann ich schon mal hier aus dem Luftballon lassen. So, jetzt ist noch ein bisschen Luft in diesem Luftballon. Denn wir müssen jetzt detektivisch aktiv werden, liebe Freunde. Ist es wirklich real oder ist es vielleicht, ja, keine Ahnung, für die Aufmerksamkeit? Ist es vielleicht, soll hier mal wieder was berichtet werden? Sind die Zahlen am Sinken und man braucht steigende Zahlen? Nee, glaube ich nicht. Kann ich mir auch schlecht vorstellen bei ihr. Dementsprechend habe ich mich einfach detektivisch mal auf den Weg gemacht, ja. Ich habe so geguckt und gesehen, das erste Bild ist hochkant, also ganz normal mit dem Handy fotografiert. Und das zweite Bild ist aber quer. Warum sollte sie dieses Bild quer zuschneiden? Würde sie ja wahrscheinlich auch mit dem Handy fotografieren. Und dann wäre das ja auch eher so ein Hochkantbild. Da war ich schon so, warum? Warum? So, was ich tatsächlich noch nicht gemacht habe, was mich aber jetzt mal interessiert, ist, wenn man Ultraschallbilder sucht. Okay, ich habe jetzt so schnell nichts gefunden, aber am Ende des Tages, liebe Freunde, schon schwierig so, ne? Ihr habt jetzt gesehen, ich habe jetzt auch so schnell nichts im Internet gefunden, hat sie sich vielleicht echt, irgendwie, keine Ahnung, zu Hause ein Ultraschallbild von sich damals geschnappt oder so und abfotografiert. Auf jeden Fall hinterlässt sie hier keine Spuren, repostet sogar andere Leute, die das in ihre Story packen, ja. Das Ganze sieht sehr real aus, ja, liebe Freunde, aber ich konnte es irgendwie trotzdem nicht ganz glauben. Und dann habe ich in den Kommentaren auch gelesen, dass jemand aufgefallen, dass man in während der Schwangerschaft keine Zähne-Bleaching machen darf. Sie aber bei so einem Bleach-Ding war 20 Stunden, bevor sie dieses Bild gepostet hat, liebe Freunde. Wir kommen der ganzen Sache schon ein bisschen näher. Würde sie dieses Wohl ihres Kindes
auf die Probe stellen, nur um die Zähne zu bleachen? Weiß ich nicht. Ja, wir lesen uns das mal durch. Generell wird Frauen während der Schwangerschaft einem Bleaching der Zähne abgeraten. Der Grund hierfür: während dieser Zeit wird das Zahnfleisch stärker durchblutet und ist damit empfindlicher. Beste Voraussetzung für chemische Bleichmittel, um in den Körper der Schwangeren zu gelangen und dort Schaden anzurichten. Würde sie das Ganze riskieren? Wissen wir nicht. Liebe Freunde, lange hin und her überlegt. Soll das Ganze nur was Scherz sein? Haben wir mal aufs Datum geguckt. Was für ein Datum hatten wir denn, als sie das gepostet hat? Der 1. April, ne? Da machen viele diese Scherze. Also gehen wir mal davon aus, es ist ein April-Scherz. Oder vielleicht ist es keiner. Alles gut, liebe Freunde. Sie hat das Ganze dann etwas später aufgelöst. April, Happy Fool's Day. Muhahahaha. Konnte es mir heute einfach nicht nehmen lassen. So. Ja. Was sagt er dazu? Da ist jemand kreativ geworden, ne? Das finde ich super. Wenn man als Influencer tätig ist und kreativ wird, ich finde das super. Gerade am 1. April, liebe Freunde, da ist wirklich Instagram super unterhaltsam. Macht immer sehr viel Spaß, da durchzuklicken. Dementsprechend ganz liebe Grüße an Sie. Ja, nichts Ernstes, liebe Freunde. Entwarnung. Was auch immer mache. Am Ende des Tages, liebe Freunde, ist Ende des Tages. Ich lege mich jetzt wieder ins Bett, ich gehe jetzt schlafen. Obwohl, ich muss, glaube ich, noch ein Video, beziehungsweise ich möchte noch ein Video drehen. Nein, ich muss, liebe Freunde, ich muss. Ich sag's, wie es ist, ich muss. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video, liebe Freunde. Haut rein, lasst krachen. Schaut bei meiner Ex vorbei, wenn ihr euch dafür interessiert. Super Content, super Content. Und bis morgen. Haut rein, bis dann. Ciao. Shawty, don't play that game. Shawty, don't play that game. I won't keep you safe. Time that I relocate. I don't play that game. Shawty, don't play that game. I know my place. Shawty, I know my. I got a lot to do. I got a lot to do. I got a lot to do. Got a lot of.